Ja, es ist ein neuartiges Phänomen aufgetaucht bei den Snowboarder. Die vierfachen Saltis. Und es lässt mir keine Ruhe, dass die Skifahrer nicht einfach mitziehen können. Seit dem Frühling, wo die Snowboarder das erste Mal den Quad gemacht haben, den Vierfachsalto, ist bei unserem Team nicht mehr so, wie es war. Es dreht sich alles nur noch um den Quad. Auf meiner Reise hier in den Wald habe ich die vier Tannenzapfen gefunden. Die vier Tannenzapfen. Die sind für mich symbolisch. Die stehen nämlich für den Quad. Und in diesen vier habe ich meine Energie gespeichert. Schon klar, es war eine Weltneuheit. Aber dass es so viel verändert, das hätte, glaube ich, niemand erwartet. Seit es mir um den Quad geht, hat sich auch einiges verändert im Tennis. Der neue Trick beschäftigt die Athleten nicht nur auf dem Schnee. Die einen haben das ganze Leben wegen dem Trick umgestellt. Vier Smacks. Ein Apfel Viererpack. Vier Red Bull. Ah, Eier brauchen wir noch. Ah, Scheiße, kein Viererpack, dann haben wir keine Eier. Vier Schnäpsli. Für eine gute Laune. Ich fahre eigentlich immer nur noch mit dem vierten Gang, mit dem Tempo 44. Was mache ich für einen Quad? Ich meine, nach dem Quattro fahren, das langt mir nicht persönlich. Ich muss wissen, wie schwer das ist, so ein Quattro zu machen. Darum trainiere ich auch, indem ich mein Quattro-Auto umziehe. Sonst kommst du nie an die Spitze. Wir haben alles berechnet. Wir haben sie optimal vorbereitet. Jetzt warten wir nur noch auf den richtigen Moment. One, two, three, he's going for four. And he does it. The perfect execution on his first try at the world's first quad.